Was für süße Babys. Kira und Sophie blättern immer noch mit Opa Detlef im Eichhörnchenbuch. Guck mal hier! Kira zeigt auf ein Foto mit winzigen nackten Eichhörnchenbabys. Sophie liest den Text unter dem Foto vor. Die Jungen wiegen bei der Geburt nur knapp 10 Gramm. Sie kommen nackt und blind auf die Welt. Sie bleiben noch einen ganzen Monat blind und werden 9 Wochen lang von ihrer Mutter mit Milch versorgt. Ihr Fell beginnt nach 10 bis 12 Tagen zu wachsen und nach 3 Wochen sehen sie schon deutlich wie Eichhörnchen aus. Die Babys krabbeln erst nach 40 Tagen aus ihrem Nest und fangen an, feste Nahrung zu fressen, die ihre Mutter ihnen mitbringt. Könnt ihr euch denken, warum Gott es so eingerichtet hat, dass die Babys so lange im Nest bleiben? Die Cousinen müssen nicht lange nachdenken. Bestimmt, damit sie nicht aus dem Nest fallen und sich wehtun, meint Kira, und Sophie ergänzt. Oder von anderen Tieren gefressen werden. Genau, bestätigt Opa und fügt lächelnd hinzu. Ihr seid ja keine Milchbabys mehr. Aber Hunger habt ihr, oder? Ja, rufen Kira und Sophie wie aus einem Mund. Bei Opa gibt es immer einen kleinen Snack und danach eine Geschichte aus der Bibel. Die Cousinen sind schon gespannt, was sie heute bekommen werden.